bringen dann sehr abwechslungsreiches Wetter. Der Sonntag wird häufig nass. Dazu kann es im Schwarzwald und auch an Nordbahn noch mal kräftiger regnen. Wenn überhaupt, gibt es sonnige Abschnitte Richtung Alpen. Montag und auch Heiligabend. Immer mal wieder dichte Wolkenfelder. Es regnet häufiger, gibt es trockene Abschnitte zwischendrin. Meist 7 bis 10, an Heiligabend auch bis 11 Grad. Und in den Nächten meist Tiefstwerte von 3 bis 6 Grad. Das Wetter im Land wurde Ihnen präsentiert von der L-Bank, der Staatsbank für Baden-Württemberg. Oh, ein bisschen frisch an Füßen, aber ansonsten ganz geil. Ein Bad in der eisigen Mosel. Expedition in die Heimat. Heute nach der Tagesschau. Danach der dreifache Georg Fritz von Mell. So brauchen wir den Briefkopf nicht zu ändern. Adel im Südwesten aus Trier. Später. Von Hoffnung und Zuversicht, was wir für andere tun können. Das ist unser Thema im Nachtcafé. Die SWR-Talkshow mit Michael Steinbrecher. Ihr Abend. Expedition in die Heimat. Adel im Südwesten. Und das Nachtcafé. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Großbritannien ist dem Austritt aus der Europäischen Union einen wichtigen Schritt näher gekommen. Das neu gewählte Unterhaus stimmte dem ausgehandelten Brexit-Vertrag mit großer Mehrheit zu. Im neuen Jahr sollen offenbar Einzelheiten beraten und dann endgültig abgestimmt werden. Premierminister Johnson bekräftigte, der EU-Austritt werde zum 31. Januar umgesetzt. Und plötzlich scheint alles ganz einfach. Als Boris Johnson heute Morgen am Parlament ankommt, da weiß er, dass heute alles nach Plan laufen wird. Seinem Plan. The eyes to the right, 358. Sein Brexit-Deal nimmt die erste entscheidende Hürde mit klarer Mehrheit. Und so gab Boris Johnson sich heute im Triumph versöhnlich. Now is the time to act again. Jetzt ist die Zeit, um gemeinsam zu handeln. Als eine neu gestärkte Nation. Mit neuer Zuversicht entschieden, all die Chancen zu ergreifen, die jetzt vor uns liegen. Das Gesetz hatte Johnson noch einmal leicht überarbeiten lassen. Es sieht nun unter anderem.